Während in Deutschland und anderen europäischen Ländern aus Sorge vor den Corona-Mutationen der Lockdown ja verlängert wird, geht Italien einen anderen Weg. Dort traten nämlich weitreichende Lockerungen in Kraft. Nein, das sind keine Bilder von vor der Corona-Pandemie. So sieht es aktuell in Italien aus. Obwohl die 7-Tage-Inzidenz mit knapp 140 mehr als doppelt so hoch ist wie hier in Deutschland, sind in Italien weitreichende Lockerungen in Kraft getreten. Die Menschen in Rom freut's. Es ist so unbeschreiblich schön, als wäre ich neu geboren. Endlich wieder ausgehen und Bella Vita zelebrieren. Raus aus der Depression, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Jetzt könnte ich glücklich sterben. Doch nicht die Freude der Menschen, sondern die stark leidende Wirtschaft könnte der ausschlaggebende Grund für die Lockerungen sein. Rund 400.000 italienische Unternehmen hat Corona bereits in den Ruin getrieben. Der wirtschaftliche Einbruch des Landes war vergangenes Jahr mit 10% fast doppelt so groß wie in Deutschland. Wir haben 70-80% des Umsatzes verloren. Wir hoffen jetzt so sehr auf bessere Zeiten, sodass wir zumindest unsere Angestellten bezahlen können. Zu der Pandemie und der Wirtschaftskrise steht Italien aktuell auch ohne Regierung da. Doch das Problem könnte bald gelöst sein, nachdem der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi von Staatspräsident Mattarella beauftragt wurde, eine neue Regierung zu bilden, stimmten jetzt auch Mitglieder der eurokritischen Fünf-Sterne-Regierung zu. Und damit schauen wir nach Rom zu unserer Italien-Korrespondentin Bettina Gabbe. Bettina, la dolce vita also. Wie hast du denn deinen ersten Cappuccino oder die erste Pasta in einem Restaurant genossen, nachdem es wieder gelockert wurde? Also es ist schon ein tolles Gefühl, muss man sagen. Ich hätte vor der Pandemie nicht gedacht, wie wichtig es ist, diese kleinen alltäglichen Dinge, einen Kaffee trinken zu können, auf der Piazza zu sitzen, selbst im Winter. Denn wenn die Sonne scheint, ist es jetzt schon sehr warm. Das tun die Leute natürlich hier wirklich en masse. Viele Tische stehen dann weit auseinander. Aber wir haben es ja auch in den Bildern gesehen, es kommt eben dennoch zu Menschenansammlungen. Und genau das ist es, was hier Sorge hervorruft. Andererseits gibt es eben auch dieses starke Bedürfnis, danach rauszugehen und sich zu treffen mit Menschen. Es ist ja immer eine Abwägungsfrage. Und genau das ist das, die Frage, vor der dann die neue Regierung stehen wird, wie weit man eben tatsächlich diese Beschränkungen noch verlängern wird und wie weit man aber auch Spielraum geben muss, sowohl der Wirtschaft als auch den Menschen, die sich eben treffen wollen. Es ist ja wirklich interessant. Also natürlich schauen wir Deutschen jetzt neidisch zu dir nach Italien. Auf der anderen Seite die Inzidenz bei den Corona-Infektionen, die ist mehr als doppelt so hoch in Italien im Vergleich zu Deutschland. Was waren denn die Gründe dafür, dass man jetzt tatsächlich wieder ein bisschen aufgemacht hat? Es kann ja nicht nur das Dolce Vita sein. Nein, also es war schon eine Verbesserung abzusehen vorher, aber jetzt sieht man eben in den letzten Wochen, dass die Lockerungen, es gibt ja auch wieder Kinder und Jugendliche, die in die Schule gehen, all das und die Museen und die Restaurants sind geöffnet. Also vieles, was eben gelockert ist, hat doch dazu geführt, dass die Zahlen ganz langsam wieder ansteigen. Und es gibt mittlerweile auch drei Regionen vielmehr, die eben tiefrot sind. Italien hat ja dieses Ampelsystem in gelb, orange und rot unterteilte Regionen, je nach Risikoklasse. Und zum Beispiel Südtirol, das natürlich jetzt eigentlich auf Skitouristen gewartet hätte, das ist jetzt wegen der Lockerungen, die dort von der autonomen Regierung auch natürlich stark befördert wurden, jetzt wieder auf Tiefrot gewechselt. Auch Umbrien und die Basilikata, also verschiedene Regionen in ganz Italien, haben wieder ein starkes Risiko. Insofern, Lockerungen schaffen natürlich einfach eine Verstärkung der Infektionszahlen. Und das hat der Chef des Expertenkomitees, das die Regierung berät, Miozzo, ganz klar gesagt, was es eigentlich braucht. Ist ein zweimonatiger scharfer Lockdown, aber das würde Italien wirtschaftlich nicht überleben. Deswegen ist eben die Frage, wie man das macht, dass man tatsächlich weiterhin einschränkt das Leben, aber dass man eben die Infektionszahlen nicht so sehr ansteigen lässt. Das ist eigentlich eine unlösbare Aufgabe und auch hier in Italien ebenso wie in Deutschland ist das Problem, dass die Regionen unterschiedliche Wege versuchen zu gehen. Bettina, danke nach Rom.